49.999 Euro. Euer meistverkauftes Fahrzeug, aber nicht gebaut in der Tschechei oder in Polen oder irgendwo anders, wo man vielleicht denkt, wo sowas günstig gebaut werden könnte, weil die Fahrzeugfabrik neben der Möbelfabrik ist oder so, sondern nein, wir sind in Deutschland, wir sind im Vogtland und das Ganze ist in Klingenthal, eine Firma, die gibt es seit 1896, ist die Firma Schlotz und dahinter steckt eine Marke Flexebu. Flexebu, genau. Flexebu. Marke Flexebu. Ich grüße dich, ja, du bist der Jörg Schlotz, das ist dein Sohn, Marc Schlott. Ja. Ach, ich hab Glück gehabt. Der Name ist tatsächlich der gleiche. Und ich zeige es mal gerade, das ist alles in Handarbeit entstanden. Wir haben gerade eben Videos gemacht, wie wir versucht haben, mit einem Hammer diese Kanten hier kaputt zu machen. Die kriegst du eigentlich im normalen Leben nicht kaputt, oder? Relativ schwer. Also die sind so stabil aufgebracht. 2 mm Laser-ABS-Kante, die sich sehr schwer lösen lassen und auch sehr schlagfest sind. So, jetzt siehst du also sehr schön, das ist ein sehr tolles Konzept, das werden wir gleich mal sehen. Du hast 2 Längsbetten, hast eine Dusche mit drin. Die Dusche ist wo? Wo steht sie? Die Dusche ist verstaut im Kasten, ich will sie gleich mal zeigen. Gleich, warte mal kurz, dass wir das mal zeigen. Wir haben eine Face-to-Face-Sitzgruppe, die ist riesig, das können wir gleich mal zeigen. Du hast einen unglaublichen Stauraum, das sieht man hier. Du kannst also hier Kabel trommeln, Boxen und so weiter, kannst alles unterbringen. Und hast wirklich ein Bettmaß, ich glaube, 1,70 m x 2 m. Nein, etwas breiter, 1,85 in der Breite und 2,04 in der Länge. So, zeig mal, wie geht das mit dem Bett? Das ist. Wir haben hier 3 Alustege, die wir hier einstecken. Das ist nämlich gedacht, ist das nämlich als Motorrad oder Bike-Transporter. Und das Besondere ist, wir haben ein winterfestes Schlafdach obendrauf, das bis minus 17 Grad nämlich funktioniert. Die Bettauflagen, wie man sieht, kann man alle liegen lassen. Das finde ich auch genial. Du musst da nichts groß umbauen, ne? Nee, muss man. Wie man gesehen hat, klappt man die einfach hinten dran und hat und ist weg. So, dann haben wir die Bettliegefläche. So, da ist die Bettliegefläche. Und gibt es eine größere eigentlich am Markt? Mal Hand aufs Herz. Glaube ich nicht, weil das ist ja ausgereizt zum Fahrzeug und breiter geht es ja nicht. Sag mal, wir sind auf 6 Meter, ne? Wir sind auf 6 Meter, 6 Meter Fahrzeug außen. Dann ist der Einstieg ist natürlich ein Traum. Das heißt, jemand, der nicht mehr so gut zu Fuß ist, der kommt hier drauf, weil er kann sich einfach fallen lassen. Marc, wenn du mal kurz nach vorne gehst, mal einsteigst ins Bett, weil er ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil er ist natürlich gut zu Fuß, ja. Aber wir können es mal zeigen. Du gehst hin, du drehst dich einfach langsam um, lässt dich fallen und bist wie zu Hause auf dem Bett drauf. Die Traglast, kann es mehr wie 50 Kilo tragen, das Bett? Mit Sicherheit, ja. Die dynamische Last auch? Die dynamische Last auch. Geht auch, ich frage mal nur. Das ist alles gewährleistet. Dann ist hier vorne Schiene, was kann die? Das ist unser Schienensystem. Das heißt, das Fahrzeug erfüllt 2 Zwecke. Einmal kann das im Handumdrehen innerhalb einer halben Stunde ausgeräumt werden. Es ist ein leerer Transporter. Oder man nutzt es als Wohnmobil. Wir müssten nur den Verschluss öffnen, macht es auf und hebt das Bett raus. Das geht komplett raus? Komplett raus. Rückbaubar? Rückbaubar. Wenn das Finanzamt kommt? Zum Beispiel. Gut, habe ich nie gesagt. Das ist, der Vorhang ist Mikrofaser. Ihr habt die ganzen Wände mit richtig Faser, mit Teppich Wände, oder was ist das? Die Wände ist alles mit Teppichboden bespannt. Teppichboden klingt natürlich im ersten Moment komisch, eigenartig für Wände und Decker. Aber der Teppichboden hat mehrere Vorteile. Erster Vorteil, er ist unheimlich strapazierfähig. Also wenn ich hier irgendwas Fahrräder reinlege oder reinstelle, wie auch immer, der ist sehr stabil. Weil das ist eigentlich für den Boden gedacht, oder? Ich kann drauf laufen. Für den Boden gedacht, man kann drauf laufen. Der ist fleckgeschützt, der Teppichboden, leicht zu reinigen. Und der größte Vorteil ist aber, das ist ein Velour, sehr starker Velour. Und der Velour ist sehr schallschluckend. Das heißt, Vorgeräusche oder wenn es regnet, man liegt ja dann wie in einer Trommel. Ach, das Dach ist auch. Wird der Teppichboden sehr viel Schall aufnehmen. So, das Auto ist extremst leise. Wir haben eben, wir haben hier im Prinzip eine Autobahn nebenan, nämlich die Hauptdurchfahrtsstraße hier vom Ort. Und wenn wir gleich mal reingehen und dann zumachen, du hörst gar nichts mehr. Aber der Möbelbau, das ist so sensationell. Das ist wirklich unglaublich strapazierfähig. Und hier drunter kannst du sogar noch E-Bikes drunter schieben. Ja, wir haben welche nämlich bei mir
im Fahrzeug drin. Die könnte vielleicht, warte mal, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich gebe dir mal meinen Schlüssel. Dann gehst du mal bitte an meinen Morello, holst mal ein E-Bike raus. Das machst du, indem du, warte mal kurz, einmal da drauf drückst, dann da drauf drückst, ja, dann geht's auf. Dann hast du innen die Entriegelung. Ach Quatsch, du kannst einfach hingehen und machst hier mit einem von den beiden Schlüsseln einfach die Seitenklappe auf. So, da geht ihr die mal holen. Wir haben nämlich spezielle E-Bikes, die passen nämlich hier drunter. Die sind so sensationell, die müssen wir mal zeigen. Aber man kann ganze Motorräder hier reinmachen. Ja, das ist eben der Vorteil von dieser Einrichtungsvariante, dass man rechts und links einfach das Bett wieder hochklappt und hat dann in der Mitte den riesigen Stauraum. So, klappt nochmal hoch, dann können wir das mal sehen. Und jetzt kannst du noch was Besonderes machen. Ganze Bettsachen, alles bleibt liegen. Ja. Man braucht nichts wegräumen, klappt einfach hoch. Hängt den Gurt hier ein, zieht straff und fertig. Alles kann liegen bleiben? Alles kann liegen bleiben, die ganzen Bettsachen nur einhängen, zack und fertig. Das war's. So, und jetzt holen wir gleich mal, das E-Bike kommt gleich. Dann können wir mal sehen, das ist nämlich hier alles, was es ist. Und das ist tatsächlich von Velo.bike. Wenn du es einfach mal reinigst, das haben wir jetzt nicht probiert. Aber jetzt bin ich mal selber gespannt, ja, ob das klappt. Müsste eigentlich gehen von der Höhe. Ja. Ist doch krass, oder? Da kannst du. Geht bequem rein. Du könntest das Bett sogar gebaut lassen. Man kann das Bett gebaut lassen, ja. Man hat natürlich dann unten noch den großen Stauraum in der Länge von 2 Meter. Bekommt natürlich Fahrräder, bekommt natürlich die ganzen Außenmöbel wie Campingstühle. Warte mal. Alles rein. Mach's mal gerade rein, es funktioniert. Ja, also. Da ist es drin. Gibt es ein eigenes Video zu, Velo.bike. Könnt ihr euch das mal anschauen. Ich wollte nur mal testen, ob es wirklich geht, weil das ist ja relativ flach, aber es ist gar kein Problem. Das ist kein Problem. Man kann natürlich die Bänke auch problemlos höher bauen, ist aber dann schlecht zum Sitzen, wenn es höher ist. Ein bisschen höher würde gehen, also kein wenn Problem. Du jetzt sagst, ja, das wäre kein Problem. Ja. So. Und jetzt bauen wir es mal zurück, dass wir mal Folgendes machen. Wenn du mal rechts die Seite auch wieder hochklappst und das Coole ist, du hast eine Face-to-Face-Sitzbank hier mit drin. Das heißt, man kann sich gegenüber sitzen. Wenn man sie halb hochklappt, das können wir gleich mal zeigen. Und wir bauen jetzt noch einmal diesen Raum rum. Das heißt, die drei. Komplett. So, das Fahrrad raus, wiegt eben 12 Kilo. Ist wirklich leicht, oder? Ja. So, man kann es einfach hinstellen. Da ist es. Velo.bike. Ist übrigens selbst rekuperierend. Lädt sich selber auf während der Fahrt. Man kann es auch aufladen. Ja, ich habe es vorhin von dir getestet, war wirklich gut. War krass, ist ein Monocoque. So, schnell mal rüber. Da ist der Papa. Und jetzt hast du das dritte hast du reingelegt. So, und jetzt kannst du Folgendes machen. Du haben wir zu den großen Stauraum. Ja. Komplett die Fläche für Motorräder jeglicher Art. So, die kriegst du komplett von der Breite auch rein. Das ist alles so gebaut, dass die Lenker alles große Motorräder reden. Wir haben hier eine Breite, eine lichte Breite von 1,40 Meter. Wahnsinn. Das heißt, ich könnte teure Rennräder, kann ich hier verstauen. Kein Problem. Das sind keine Spielzeug-Airline-Schienen hier. Die sind richtig fest verschraubt. Wir haben die Airline-Schienen komplett durch den Boden verschraubt. Unten mit Gegenadapter, um auch Motorräder oder schwere Gegenstände zu verzurren. So, das bleibt mal da, wo du bist. Ich komme mal auf die andere Seite. Das Fahrzeug ist komplett im Einsatz, denn das ist euer Testmodell. Deine Frau hat es im Einsatz mit drin. Und jetzt sieht man mal, die hat nämlich direkt gesagt, ihr habt eine eigene Polsterei. Ich will hier jetzt nicht irgendwie irgendwas haben, um hier zu thermoisolieren, wenn du mal gerade die Tür schließt. Mach mal zu. Sondern ihr habt gleich mehrere Vorrichtungen entwickelt, dass ihr. Genau. So, jetzt ist zu. Bitte nochmal zumachen. Ich will mal gerade die Dämmung hören. Das ist doch krass, wie das klingt. Hast du gehört? Sehr leise, ja. Nee, kein Klong oder so irgendwas. Da ist kein Blech mehr. Das ist alles gedämmt, oder? Ja, alles gedämmt. Und der Teppichboden ist sehr viel isoliert. So, das ist der Teppichboden. Jetzt ist vorne ja noch zu. Wenn du vorne mal die Tür mal schließt, mach mal zu. Ich will mal hören. Warte, Moment. Man hört die Straße noch gut. Das ist ja krank. Die Straße ist weg. Ja, ist wirklich sehr, sehr leise. Natürlich auch geschildert im Aufstelldach mit. Aber hier, guck mal hier. Die fahren. Ich halte das Richtmikro hier. Guck mal, auf die Scheibe.
Jetzt kommt natürlich kein Auto, warte. Ah, hier kommt was Großes, glaube ich, ja. Hörst du es? Hm? Irgendwas piepst gerade. Vom Weiden kommt euch ein großes Traktor. Ah, jetzt hat er die Tür aufgemacht, aber das ist nicht so schlimm. Da ist er. So, er kommt mal ganz kurz. Aber ist die Geräuschisolierung ist ja wohl hart, oder? Sehr gut, ja. Bitte mal hinten zumachen, den Vorhang, dass man mal sieht. Ihr habt nämlich einen Vorhang geschneidert. Das ist nicht irgendein Vorhang, das ist Mikrofaser. Das ist Mikrofaser, der ist wärme- und kälteabsorbierend und auch sehr blickdicht. Der Vorhang dient natürlich einmal zum Verdunkeln und B zur Isolierung. Mhm. Aber für kalte Jahreszeiten oder auch für sehr heiße Tage haben wir noch eine Thermomatte, die wir hier mit Druckknöpfen anbringen. Die sind schon gebaut? Direkt. Die sind gleich mit dran, die Druckknöpfe, jawohl. Und dann wir haben ja trotzdem hier Blechtüren. Und beim Kastenwagen ist immer hier der Spalt. Mhm. Und die Thermomatte tut das natürlich alles abdecken. Das ist die Matte hier. Das ist die Matte. Ja. Der Marc bringt die gerade. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Also wir reden jetzt nicht von plus 3 Grad. Wir reden jetzt hier von minus 20 oder so. Minus 20 Grad oder auch im Sommer, wenn intensiv die Sonne scheint auf die Scheiben, ist es ja auch sehr heiß. Und das ist weg dann? Und diese Matte isoliert ja nicht nur für... Das ist eine neunlagige Thermomatte, Isoliermatte. Und die isoliert nicht nur Kälte, sondern auch Wärme. Neunlagig? Neunlagig ist die. Jawohl. Krass. So, dann, ach, die hat innen drin ein Textil? Die das hat heißt. Innen drin Textil, jawohl. Dann haben wir hier solche T-Naps-Knöpfe. Ist drin. So, und zwei. Boah, das geht aber schnell. So. Und es hält auch richtig. Das hält ja. Und die Matte, die haben wir genau, was genau geschneidert, sodass dann die ganze Kälte oder Wärme außen vor bleibt. Sag mal, wenn jetzt einer das sieht und sagt, ich will nur die Matte haben, dann kriegt er nur die Matte. Ja, okay. Kein Problem. Super. Man kann natürlich aus optischen Gründen, wenn das jemand nicht gefällt, natürlich noch die Gardine extra zuziehen. Doppelt gemoppelt hält dreifach. Das ist ja toll. Ja, ich bin richtig beeindruckt, weil ihr das eben selber macht. Ihr könnt es auf einen Millimeter. Das heißt, ihr habt jetzt auf Fahrzeug genau anfertigen. Ja. Okay, so jetzt zeig mal face to face. Das heißt, jetzt habt ihr ja hier, da kommt jetzt demnächst ein neues Polster. Ich mach mal hier auf wegen dem Licht. Genau. So, wir haben auch gar kein Licht im Moment eingeschaltet. Das können wir vielleicht auch mal gleich machen. Ihr habt ja relativ viel Licht hier drin. Zeig mal hier face to face. Das heißt, du kannst das Ganze jetzt so runterlassen, dass du eine Sitzbank daraus hast. Und dazu hast du ein neues Polster konstruiert, das hast du bloß heute nicht hier, leider. Das ist nämlich in der Mitte geteilt. Ich tue mal das Bett weg. So, und dann, genau, Bettzeug mal weg. Ich räume das mal weg, vor zum Sitz. So, die Matratzen kommen dann natürlich raus. Ja, da kommen knickbare Matratzen rein. Dann klappen wir hier, den Vorhang machen wir hier fest. So, Druckverschluss. So. Ich hole mal aus dem Lager zwei Polster. Ja, hol mal. Zeig mal. So, holen wir die mal raus. Nämlich weg. Das heißt, die beiden Polster, da könnte man später auch drauf schlafen. Das, die dann zeigt, das sagt er mir gleich. Und dann hat man nämlich eine komplette Face-to-Face-Sitzgruppe. Und das Coole ist, hat er mir schon gezeigt, er hat einen Tisch, der genau in die Mitte reinpasst, der dann auf die Airline-Schienen mit einem Nutstein festgemacht wird. Aber es ist, guck mal hier an der Seite, hast also unglaublich, da sind so viele Detaillösungen. Hier ist das Badezimmer mit drin, die Dusche werden wir euch gleich zeigen, wie das gelöst ist. Also es ist ein richtig tolles Konzept, bei dem ich das Maximale aus einem 6 Meter Auto raushole. Das Coole ist allerdings, ich kann alles drin lassen, denn hier oben ist ein Komfortaufstelldach. Das geht auch bis minus 17 Grad. Und mehr, hat gesagt, also dass Kunden das nämlich schon probiert haben. Hier kommen nämlich die Polster. Das ist natürlich weder die richtige Farbe noch das richtige Polster passend. So. Ja, dafür passt aber gut. Für ein anderes Fahrzeug gedacht. So. Und dann hat man hier die Möglichkeit, sich gegenüber zu sitzen. Face to face, warte, ich komme mal hier hin. Dann zeige ich das mal. Das ist jetzt die Face-to-Face-Sitzgruppe.
Und da könntest du jetzt, ich habe es eben schon anmoderiert, diesen Tisch, der auch in die Airline-Schienen reinpasst, den könntest du hier einfach montieren. Ja. Ja. Hättest da einen Tisch. Und hast du noch einen Polster da? Ja. Fürs Foto? Ja, haben wir. Gesagt. Weil ich habe nämlich noch eine Idee, was vielleicht das Startfoto sein könnte. So, jetzt kann man nämlich hier das machen. Und das hier, da könnte ich dann später auch drauf schlafen. Ja. So. Du meinst, ich könnte mal wegräumen? Ja. Da habe ich übrigens, vielleicht hast du bei mir gesehen, ich habe sogar einen Schlafsack mit dabei zum Schlafen. Matratze weg. So, und die wird jetzt ersetzt. Die Matratze hat natürlich den Vorteil, ich habe keinen Spalt in der Mitte. So, wenn ich diese Face-to-Face-Situation mache, habe ich zweimal Sitz- und zweimal Lehnenpolster. Das heißt, wir fertigen die zwar sehr passgenau, dass die auf Druck liegen, aber einen leichten Spalt hätte ich noch. Leichten Spalt hat man halt. Gut, man könnte ja noch einen Topper drauf machen. Das kann man machen, ja, das ist kein Problem. Gut, das machen andere aber auch. Ah, jetzt guck mal hier. Das ist mal so ein. Das ist ein richtiges DDR-Polster. Das war ein Scherz. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. So, denn. Das ist ein schönes Polster. Also, das gefällt mir. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ich habe gesagt, das ist ein richtiges DDR-Polster. Ja, das ist ein uraltes Polster, ja, aus dem Lager. Ja, passt natürlich hier jetzt nicht zusammen, passt natürlich nicht zu der Bank, aber vom Prinzip her. Bitte mal reinsetzen, du musst dich mal reinsetzen. Denn, mal das Licht bitte anmachen komplett, dass wir das mal haben. Überall, wo es irgendwie geht, dass wir einmal Licht zeigen. In dem Preis ist Lithium mit drin, das ist interessant. Da ist indirekte Beleuchtung schon mit eingebaut. Man kann es hier sehr schön sehen. Und jetzt sieht man das Konzept. Ich kann ja eins versprechen, ihr werdet ein echtes Problem kriegen, weil das Konzept, was ihr hier entwickelt habt, ist so gut zu dem Preis, dass übrigens mit Ausstelldach 6.000 Euro mehr und dann kriegt man das Ausstelldach, 8.000 Euro mehr, glaube ich, mit Einbau, dann sind wir bei 57.999, dann hast du aber ein handlaminiertes Ausstelldach in einer Qualität, sagst du selber, das müsste erst noch erfunden werden, weil ihr das wirklich, also hier vorne sieht man, das ist jetzt für ein anderes Fahrzeug, aber ihr baut selbst die Ausstelldächer selber. Man kann die Stofffarbe wählen, das sieht man hier. Und das Besondere bei euren Ausstelldächern ist, die sind alle schon vorbereitet, um sie absolut winterfest zu machen. Und das findest du kaum beim Dach. Kann man das vorbereiten, dass man eine Warmluftlösung nach oben führen könnte? Ja, natürlich. Man könnte natürlich auch einen Schlauch nach oben legen, sodass da die Standheizung nach oben dort auch nochmal heizt. Aber ihr könntet das von der Konstruktion auch vorsehen, dass vorne direkt ein Auslass drin ist. Würde aber ein bisschen Platz wegnehmen. Wobei der Auslass aber nicht unbedingt, wir haben das schon getestet, mit Auslass und ohne Auslass nicht unbedingt notwendig ist, weil durch die Öffnung strömt da hier die ganze warme Luft hoch. Und die Öffnung ist ja wesentlich größer wie der kleine Auslass bei der Heizung. Sag mal, ist das hier ein 6-Meter-Auto wirklich? 6-Meter-Auto, ja. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind auf 6 Meter hier. Wir sind auf 6 Meter. Ich muss dir vielleicht noch was zeigen wegen dem Tisch. Der Tisch, den haben wir hier verstaut. Der ist dahinter? Der ist dahinter, jawohl. Den haben wir hier verstaut. Und die Sitze, die kann man drehen, die Sitze auch? Jawohl, also, okay. Einmal der Tisch. So, das ist der Tisch? So, der Tisch, der wird, kann zum einen... wird hier vorne eingebaut für die beiden Drehsitze. Ja. Einmal hier. Bett kann gebaut bleiben als Bett und man sitzt hier auf den beiden Drehsitzen. Mhm. Dann wäre die zweite Möglichkeit, wir machen die gleiche Schiene, diese Tischaufnahmeleiste, an die Hecktür. An die Hecktür? Jawohl, haben wir auch schon oft gemacht. Nur in dem Auto noch nicht. Dann kann man den Tisch hier einhängen. Bitte mal so halten. Das ist nämlich das wird mein Startfoto. Warte, ich gehe mal ganz nach hinten, dass man das mal sieht. Haben wir vorne noch Licht? Könnt ihr mal alles an Licht anmachen, was geht? Alles mal hier hochfahren. Auf Wunsch übrigens auch mit Bussystem kann man kaufen, aber die Lichtschalter, die zeigen das nämlich. Und wenn du hinten mal die Tür zumachst, bitte, wegen dem Kontrast. Genau, so ist super. Und ja, großes Kino. Also ich bin beeindruckt, was man aus 6 Meter machen kann, in Handarbeit. Das Ganze,
Sag mal hier, das Kantenlaminieren bei gebogenen Kanten geht auch, oder wie? Ist Handkante. Geht nicht mit dem Automat, muss per Hand gemacht werden. Ist natürlich wesentlich mehr Arbeit. Wenn man aber den Tisch eckig macht, dann ging es mit dem Automaten. Okay, verstehe. Wow, gibt viel zu erzählen. Also das mit dem Teppich macht übrigens Concorde und die ganz Großen machen das nur. Concorde, Morello und so weiter. Nimmt auch die Feuchtigkeit auf. Das ist auch noch ein Riesenplus. Der Teppich atmet. Das heißt, er nimmt sie auf, gibt sie wieder ab. Das ist cool. Oben drauf bitte mal öffnen, so einen Schrank, sei so nett. Die Dekore kann ich mir alles auswählen. Du kannst ruhig aufmachen. Hilft nichts. Ist von deiner Mama. Und die ist ja Sportlerin, deswegen sieht hier alles sportlich aus. Und hier mal vor vorne öffnen. Ihr dürft ruhig mal arbeiten, ich bleibe hier sitzen. Also hier, das ist der sogenannte Wasch- oder Hygieneschrank, einmal mit Rollladen. Hier könnte man natürlich auch seine Kosmetiksachen herstellen. Hier haben wir zur kleinen Wäsche 20 Liter frisch, 20 Liter Abwasser, die natürlich ganz einfach befüllbar oder wieder wegschaffbar sind. Diese 20 Liter zur kleinen Wäsche, Kaffeewasser, Zähneputzen reichen bequem 4 bis 5 Tage für 2 Personen. Und man kann es natürlich wesentlich einfacher auch beladen. Das heißt, wenn ich am Fluss bin oder ich bin irgendwo, ich kann mal schnell rausgehen, kann ich sagen. Aber es gibt auf Wunsch auch einen Tank, oder wenn ich das will. Genau, wir können auch Tanks einbringen, die wir dann in der Bank dort verstauen können. Aber meistens ist das eigentlich schon ausreichend. Das ist die Lösung. Innen- und Außendusche auf einem 6 Meter Fahrzeug mit 4 Schlafplätzen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist jetzt die Außenduschlösung. Dazu hast du dann einen entsprechenden Vorhang konstruiert, der wirklich gut funktioniert, in der Praxis auch wirklich oft genommen wird. Ja, der wird oft genommen. Ganz einfach zum Aufbauen. Einfach eine Pressstange, die oben eingepresst wird. Fertig. Das Ganze hält dann auch noch perfekt durch diese Polster, die ihr damit angebracht habt. Dann gehen wir mal an der Seite durch. Wenn du mich mal durchlässt, den kannst du einfach zur Seite schieben. Und das ist die... Habt ihr da schon Patent für überhaupt? Nein, gibt's kein Patent. Aber ist die Frage, ob die Schöpfungshöhe, das muss erstmal einer nachbauen. Das ist nämlich die Innendusche und das Ganze ist versehen, der ist hier noch nicht drin, aber wenn das jemand bestellt, dann bekommt er gleich den Auslass in der Mitte dazu. Der wird reingeschraubt und das Ganze können wir uns angucken bei dem Fahrzeug hier. Da ist es nämlich bereits schon montiert. Das ist der Einbau, ein Edelstahl-Auslass, kommt in der Mitte rein? Ja, genau, richtig. Zum Verschließen, einfacher Schraubverschluss und dass wir natürlich dann, dass das optisch gut wird. Oben drauf. So, wenn es uns ganz zu ist, dann ist es auch bodeneben. Und dann siehst du hier die Dusche mit drin. Da sieht man sehr schön, wenn du mal kurz bitte vorne einsteigst, wo du gerade da bist, Christine. Das ist ein Fehler, wenn man hier einfach vorbeikommt. Da muss man gleich mitarbeiten. Und wir zeigen mal, das ist die Dusche. Geh mal bitte rein. Und dann kann man sehr schön sehen, dass du unglaublich viel Platz hast. Da ist die Christine. Mal gucken, ob ich dich abgefilmt kriege. Ah, warte mal, ich krieg dich irgendwie nicht hier abgefilmt. Das ist die Christine. Bitte mal öffnen hier vorne den Reißverschluss. So, und wo ist der Jörg? Das ist die Christine. Da ist eine komplette Edelstahlwanne mit drin. Du hast schon oft hier drin geduscht. Das ist richtig klasse. Ja, das ist sehr schön, praktisch und auch schnell zum Trocknen. Also geht ruckzuck. Und dann, wenn ihr nämlich fertig seid, dann kann sie problemlos zurückgebaut werden. Der Duschkopf, der Anschluss, der ist wo? Der ist hier an der Seite, gell? Das heißt, der wird denn hier montiert? Holt man den Schlauch. Und das ist aber, du hast das Fahrzeug jetzt ohne Dusche bestellt? Ja, ich habe es ohne Dusche bestellt, weil ich ja dort Wasser habe. Aber so, das nehmen wir auch manchmal mit und dann duschen wir drinnen. So, man kann es also hier einfach oben einhängen. Das ist wirklich sehr praktikabel. Das hier ist der Duschanschluss. Da kommt der Jörg mit dem Duschanschluss. Das ist eine steckbare Dusche. Die ist sowohl bei der Innendusche als auch bei der Heckdusche verwendbar. So, beides verwendbar. Und wenn man sie nicht mehr braucht, sag mal Jörg, dann nimmt man sie einfach und kann sie demontieren. Wenn man sie nicht mehr braucht, einfach den Duschschlauch zusammenrollen. Ja. Das ist alles. Legt man hierher. Und die Dusche hängt man einfach aus. So, da ist sie draußen. Sache von ein paar Sekunden, dann kann sie zusammengefaltet werden. Das Interessante ist auch, man kann sie so lange hängen lassen, bis sie trocken ist. Das ist der Vorteil, man braucht sie nicht irgendwo draußen aufhängen. Die trocknet von ganz alleine. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. In Grau. Und dann ist das Wasser alles in der Duschwanne. Man rollt sie zusammen und
meine Sache. Verstaubt hier. So, und die kann dann einfach im Stauraum dann wieder hoch, verstaut werden. Hier rein. So, und das ist die ganze Duschkonstruktion. Besser geht's kaum, oder? Das heißt, ich habe beides. Ihr bietet beides an. Ihr bietet fest installierte Duschen an. Die nehmen natürlich viel Platz weg, gerade wenn ich Motoren und sowas mitnehmen möchte. Nicht so toll. Das hier ist aber wirklich so praktikabel. Die Kunden, die das haben, benutzen es ganz, ganz oft. Die benutzen es ganz oft. Sie nimmt sehr wenig Platz weg und ist nur im Bedarfsfall aufbaubar. Ja, und das Ganze... Ja, perfekt. Also praktisch hat man einen richtigen Duschraum und den fährt man mal mit außen rum. Jetzt sind wir auf 6 Meter. Ich habe einen Kleiderschrank eingebaut. Ja, wir haben einen großen Kleiderschrank. Das ist der Kleiderschrank. Zum mit Beispiel für Motorradkombis. Auf 6 Meter habt ihr einen Kleiderschrank, einen großen. Großen Kleiderschrank. Ja. Wir haben dann hier eine Toilette. Ja, eine Porta-Potti. Porta-Potti. Auch zum, da könnte man auch das große Porta-Potti reinmachen, die dann Höhe wird der Kleiderschrank halt dann kleiner. Ja. Oder was jetzt immer gefragt ist, sind die Trenntoiletten. Geht kein Problem. Also Trenntoilette wäre auch kein Problem. Funktionieren übrigens immer besser. Jetzt komme ich mal auf die, oben drüber ist noch ein Schrank. Was ist da drin? Wir haben hier noch komm einen hin. Kleinen Schrank. Auch der kleine Schrank. Und das ist das System. Alles kannst du rausnehmen. Alles kann man rausnehmen, jawohl. Im Handumdrehen ausgebaut. So, da sind jetzt zwei normale Motorradhelme drin. Du bist ja der Motorradfan. Und dann hast du hier noch eine Schublade. Und dann haben wir hier eine Schublade und unten ist noch, sind noch zwei Fächer, beispielsweise für Motorradschuhe. So, zeig mal die Schublade bitte, was da drin ist. Das ist immer so, wenn die Leute, ja, wenn du irgendwas nicht öffnen willst, ja, dann wollen die Leute besonders wissen, was drin ist. Ach, ist ja. So. Okay. So, dann dreht man sich um und allein hier die Durchgangsbreite, guck mal hier, wenn du das Bett einfach hochgeklappt hast, wie viel Platz du kannst hier tanzen. Das ist, stell mal vor, es regnet mal draußen, du kannst dich richtig bewegen in dem Auto. Man hat richtig Platz zum Bewegen. Genau. So, dann hast du ein Ceran-Kochfeld mit drin. Induktionskochfeld. Induktionskochfeld. Ja, ihr habt 2 kW. 3 kW oder 4 kW Wechselrichter. 4 kW Wechselrichter. Der Wechselrichter bedient im Prinzip dieses Ceran-Kochfeld. Mhm. Geht dieses Ceran-Kochfeld unheimlich schnell, fast schneller wie Gas. Mhm. Im Handumdrehen kocht das Wasser. Hier haben wir einen 80 Liter Kühlschrank, Kompressorkühlschrank. Aus dem Schiffsbau. Das ist der absolute Klassiker. Also ich liebe ja den Kühlschrank, weil der funktioniert einfach. Der funktioniert sehr gut, ja. Und wir machen auch in dem Auto alles mit Strom. Wir haben also bewusst auf Gas verzichtet und versuchen alles mit Strom zu lösen. Ladebooster und so, habt ihr alles mit drin? Haben wir alles eingebaut. Votronic habe ich schon gesehen, ihr habt gute Qualität, Planar 4D habt ihr eingebaut, Autotherm. Ja. So, jetzt kommt aber das Highlight, ist allein der Baldachin, den du hier gebaut hast. Oder hier zum, weißt du, wie leise das gerade ist? Wir sind neben der Hauptstraße. Ja, wir sind neben der Hauptstraße, genau. So, und jetzt hast du, der Baldachin, den habt ihr extra angepasst. Alle Einbauten, also allein schon, dass es so leise ist, deswegen müsst ihr es kaufen, ja, weil die... Das ist Wahnsinn, weil hier vorne die Scheibe isoliert ja nicht so gut. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du hier einen Vorhang noch mit drin. Bitte mal die drehen, die Sitze, dass man einfach mal sieht, das sind Drehsitze mit eingebaut. Da vorne ist der Wechselrichter übrigens. Da sieht man. Das warme Wasser, wie wird das gemacht, das warme Wasser? Das ist jetzt hier nicht vorgesehen, oder in dem Auto? Mit Induktionskochfeld. Induktionskochfeld. Ja. Hier haben wir war eine gute Antwort. Ja. Der weiß auf alles eine Antwort. Ja. Induktionskochfeld. Die beiden Drehsitze. Dann zeige ich dir mal den Tisch. Mach mal den Tisch, Marc. Kannst du hier den Tisch einhängen? Und wenn das Bett gebaut bleiben soll, dann hast du im Prinzip hier deine Frühstücksecke. So, es gibt übrigens warmes Wasser über einen Wärmetauscher, über die Luftheizung. Das ist wahlweise optional erhältlich. Habe ich in einem anderen Fahrzeug auch gezeigt. Also die, bitte guckt euch alle Fahrzeuge an. Das ist übrigens das Fliegengitter. Das ist auch selbst gemacht, oder? Das Fliegengitter selbst gemacht, ja. Hat den Hintergrund, die fertigen Fliegenschutztüren gehen sehr oft kaputt. Also das stimmt. Also sehr viel repariert. Wenn man die nicht benutzt, halten sie. Bei der Benutzung ist es sehr schlecht. Wir haben diesen Fliegenvorhang hier eingebaut. Zum einen wesentlich günstiger. Und zum anderen auch praktikabler. Ich zeige dir das mal. Und zwar, wir ziehen den Vorhang zu, haben das hier mit Druckknöpfen, wird der hier angeklippt. Man kann die Tür noch zumachen, wenn er drin ist. Man kann die Tür zumachen, wenn der Vorhang ausgefahren ist. Und dann ist der Vorteil,
Wenn man jetzt diesen Vorhang hat zum Schieben, muss man ja immer aufschieben und durchlaufen. Da kommen natürlich auch sehr viele Mücken rein. Und wir haben hier einen Magnetstreifen, das heißt, man geht durch und der Vorhang fällt wieder zu. So, das Magnet. Das habt ihr selber gebaut? Das machen wir selber, ja. Ist das krass, habt ihr selber geschneidert? Ja, gerade für Hundebesitzer. Die Hunde springen durch, ja. Die Hunde springen durch und dann ist das Fliegengitter erfüllt dann nimmer seinen Zweck. Hier wird nicht passieren. Ich springe einfach durch den Magnet. Und oder ich mache die Schiebetür zu und dann vergesse ich die Gardine zurück, die Schiebeanlage zurückzuziehen. Dann fährt natürlich hier der Anschlag rein. So. Und davor ist kaputt. Da passiert nichts bei euch. Hier geht nichts kaputt. So, jetzt habt ihr eine ganz kleine Arbeitsplattenerweiterung gebaut. Die ist so klein, ich kann sie kaum sehen. Die ist so groß, ist größer wie die Arbeitsplatte selber. Die kannst du einfach ausfahren. Boah, ist das krass. Und das ist alles Industriequalität. Das heißt, also das könnte jetzt auch, es könnte auch eine Werkbank sein, oder? Vielleicht nicht ganz. Ja, vielleicht nicht ganz. Einen Schraubstock würde ich jetzt nicht dran machen, aber ja, kann schon gut hier. Was ich toll finde, ist, du kannst hier drauf, nämlich auf der Beifahrerseite, wenn du alleine bist, essen. Wenn du dich mal kurz hinsetzt, ja. Das ist nämlich ein nettes Detail. Man kann also hier so eine Kaffeetasse alles abstellen und hat direkt, nämlich, also gerade wenn die Leute allein oder auch zu zweit, das spielt keine Rolle. Hier kann ich was abstellen. Ich muss gar keinen Tisch ausfahren, den kann ich auch wieder sparen und habe also hier komplett meinen ausfahrbaren Tisch, den ich dann danach auch direkt wieder einfahren kann. Das ist schon gut gemacht. Die Spüle, wo spült man gegenüber, ne? Die Spüle war dort. Okay. Genau. Die war dort. So jetzt hier, was habe ich hier drunter? Ist noch ein großer Schrank? Hier ist ein Schrank und zwar dieser Schrank ist zum Durchschieben. Warte, ich komm ja schon rüber. So. Bedienbar von zwei Seiten. Ja. Schrank, von innen und von außen. Und hier, das ist schon ein bisschen ein Gag von mir. Ich ziehe praktisch das raus, habe meinen Toaster, habe meine Kaffeemaschine, um das von außen zu bedienen, wenn hier meine Gartenmöbel stehen. Ist das noch ein Osttoaster? Nee. Das ist ein Westtoaster. Aber ganz alter Westtoaster. Sehr schön. Also das passt beides rein. Oben ist noch eine Schublade. Du kannst sie zu beiden Seiten schieben. Ja, genau. Kann man nach außen und auch nach innen. Je nach Wetterlage von innen und außen bedienbar. Das beides, oben und unten. Tja, ihr könnt es halt. Das ist der Unterschied. Und ich meine, es gibt ja diese Beschläge. Man muss sie nur einbauen. Oder? Man muss sie nur einbauen, genau. Man muss auf die Idee kommen. Und der Tisch, der wäre dann praktisch hier nochmal zur dritten Nutzung. Also einmal dort für innen, Zeug einmal mal. An der Hecktür, ja, und einmal für außen. So, jetzt kann man den Tisch noch ein bisschen verstellen. Das machen wir mal gerade. Das Coole ist, man kann ja auch mal schräg stehen. Das spielt keine Rolle, das kann man einstellen dann. So, und jetzt kann ich die... Da sind übrigens noch Stühle, das können wir gerade mal zeigen. Du hast Stühle drin, die kann man sehr leicht verstauen. Und also das Ding, ihr habt euch wirklich absolut Gedanken gemacht um jedes kleine Detail. Also hier sind zum Beispiel große Campingstühle. Du kennst die ja, die beim T6.1 dabei sind. Das ist dann mal ganz gut, aber diese großen Dinger sind ja viel bequemer. So, und dann... Außendekor, wenn jetzt einer eine coole Folierung haben will außen, eine Beschriftung, das ist kein Problem. Ist auch kein Problem, genau. Das macht ihr aber nicht selber? Das machen wir nicht selber. Nee, da haben wir eine Firma, die ist ja ansässig bei uns im Vogtland und die beklebt dann alles nach Wunsch. Sehr schön. Wir klappen im Prinzip das Bett hoch. Ja. So, da könnte jetzt auch das Bettzeug dahinter sein. Kann das Bettzeug dahinter sein, die Matratzen, alles dahinter. Ne? Mark, du mit den 12 Matratzen mal. So, die wären jetzt eigentlich dahinter. So, die jetzt, dahinter. Das, genau, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich kann sie hier mit demonstrieren. So, die wäre jetzt dahinter. Also, das kommt hoch. Einmal hoch, Matratze dahinter. Die neue, die übrigens kommt, die ist in der Mitte geteilt. Das ist die Besonderheit. Das sind keine zwei Matratzen, sondern die hat eine Verbindung. Und deswegen kann man die ganz leicht hochklappen. Wahlweise, wie man das möchte. Und jetzt kommt die Besonderheit. Dabei ist ein Gummi-Expander, der ist hier drin. Und das Ganze ist schon so getimt, dass die Möbel nämlich gehalten werden durch... Mach das zu und fertig. Mitteldeutsche Qualitätskonstruktion. ich meine, es kann nur wirklich einfach sein. Es braucht nur ein Gummiband. Es muss jetzt kein... Und das hält, das wackelt nicht, das klappert nicht.
Das ist echt gut. So, und es steht auch hier drin, trotzdem kann ich mein Motorrad jetzt noch verladen. Ja, also es ist trotzdem noch den großen Platz. 49.999 Euro oder wahlweise, mein Schlafen kann man jetzt schon hier, gegen 7.999 Euro das Aufstelldach. Und das zeigen wir jetzt mal. Flexibu heißt das Ganze. Flexibu. Flexibu. Die Leiter ist hier wieder verstaut. Die Leiter ist mit drin? Ja, die ist hier oben verstaut. Die ist uns fest angeschlossen, die müsst ihr nicht suchen gehen. Kann man aber auch aushängen und für außen benutzen. Geht. Ja, geht. Wenn ich aufs Dach will. Wenn man aufs Dach will, genau. Oder irgendwie eine Hängematte aufhänge. Das wäre dann auch kein Problem. Jetzt machst du das Dach komplett von euch selber gebaut. Mit Vorbereitung für minus X. Also minus 20, glaube ich, würde gehen. Was zu beweisen wäre. Also wir fahren mal in den Ural. Also ich sag mal, meistens geben dann, und hier ist das Aufstelldach tatsächlich mal grau, aber die Farbe könnt ihr wählen. Da drüben ist zum Beispiel rot. Und dann habt ihr das Dach mit drin. Ginge denn hier auch die Erhöhung, dass ich das Dach noch größer habe zum Hochdrücken? Würde das auch gehen? Das würde gehen, ja. Würde gehen, das können wir mal zeigen. Und zwar gibt es das gleiche Dach noch mit der Funktion, die kennt ihr aus dem T6.1, wo ich dann die Stehhöhe komplett erweitere. Und hier ist übrigens die Thermomatten sind hier bereits schon dran geklettet. Die sind so bereits dran geklettet, ja. So, das ist optional, die Thermomatten? Das ist optional, ja. So, die macht ihr auch selber, die Thermomatten? Machen wir selber. Passen immer auf das jeweilige Dach an. Sehr schön. So, also, da steht's. 49.999 Euro. Dabei ist ein günstiges Fahrgestell. Das hier ist ein günstiges. Günstig heißt aber auch der etwas kleinere Motor, die Handschaltung mit drin, das LED, wie gesagt, das muss man nicht mehr bestellen. Das gibt es heute für ganz kleines Geld zum Nachrüsten, 120 Euro von Osram, kann man mittlerweile bei den ganzen Fahrzeugen nachrüsten. Aber ich sag mal, das erfüllt auch wirklich vielen den Wunsch zum Reisemobil. Und du kannst alles ausbauen. Das heißt, man könnte es auch als Firmenfahrzeug verwenden, als Transporter und so weiter. Umzugsauto, Transportauto. Personentransport. Alles. So, und wenn ich ihn böse machen will, dann kann ich noch später noch richtig schöne Felgen drauf machen. Ich kann dies und das erweitern, aber da steht er. Jetzt mal eine Frage, Christine. Du bist hier praktisch die Chefin. Das ist dein Auto. Das ist mein Auto, ja. Das ist das, was du im Alter fährst, oder? Ja. Der ist so handlich, den kannst du im Alter fahren? Ja, kann man fahren. Also ich fahre gern mit dem Fahrzeug. Ja, der ist nämlich schön durch zu Start. Du kannst alles einladen, kannst alles mitnehmen, vom Bike bis zur Freundin. Zur Freundin auch, ja, mein Freund. So, Fahrrad, ihr seid ja sportlich unterwegs, was hier mit drin ist. Hast du oben schon mal geschlafen? Ja, ich war erst nicht begeistert, aber ich schlafe nur oben. Warum? Weil das schön geräumig ist und man kann dann gut aufs Meer gucken oder in den Wald oder am See. Und du warst am Anfang nicht begeistert? Erst nicht, nein, aber jetzt bin ich sehr begeistert von dem Dach. Es fühlt sich freier an hier oben, ja, oder? Genau, freier, hat viel Platz. Sehr schön. So, ich fahre jetzt nach Hause. Ihr seid mich gleich los. Ich sehe schon, Sie weinen schon, ja, dass ich gehe. Aber es hilft ja nichts. Irgendwann muss alles mal ein Ende haben. Und ja, heute der 29. September, den werde ich so schnell nicht vergessen. Ihr seid total liebe Menschen. Wenn man so ein Fahrzeug haben möchte, man ruft hier an, macht einen Termin, kann auch mal erstmal nur telefonieren. Dein Sohn ist ja im kaufmännischen Bereich stark unterwegs, dein Mann aber auch. Das heißt also, der Kontakt zum Kunden. Ja, den Kontakt zu den Kunden haben meistens meine zwei Männer, die Beratungen durchführen für die Kunden und auch alles gut erklären. Also Kunden sein nach der Beratung, wenn ich manchmal einen Kaffee bringe, immer so, ach, wir sind so gut beraten bei Ihnen und dann kommen wir auch wieder und lassen das Fahrzeug ausbauen. Ihr habt ja auch eine Tradition. Das ist ja nicht so, dass ihr das in erster Generation macht, vierte Generation. Das ist ein Erbe, das nimmt man so ein bisschen mit, oder? Ja, das von Jörg seinen Großeltern, ne, Urgroßeltern, dann bis Opa, Uropa, Opa, ne, alles. Also es war sehr schön. Also es ist eine schöne Firma. Die fünfte Generation steht praktisch jetzt in den Schattenlöchern. Ja, hat eben noch gesagt, habe ich gesagt, du bist so still heute. Hat er gesagt, ja, ihr redet, der Jörg redet, du redest so viel, da muss ich ja nicht so viel sagen. Genau. Ab Weihnachten kriege ich ein Enkelkind. Echt? Und das ist dann die sechste. Zweite. Genau. Zweite. Genau, ja. Und das da wird nochmal anderer Wind dann. Ja. Wird vielleicht mal die sechste Generation. Hast du sonst noch Hobbys außer Kinder machen? Wenig.
Hast du es gemerkt, das Kind, als es da war, dass die Arbeitskraft ein bisschen geschwunden ist? Ist er müder? Nee, jetzt noch nicht. Du bist schon Oma. Ich bin schon Oma, ja. Ich bin schon dreifacher Opa. Nicht schon. Ja. Ja. Zweifach. Siehst du mal, gut, das liegt ja nicht an uns, ja, mit dem Opa und so. Nee, das liegt nicht an uns, das liegt in den Händen von unseren Söhnen. Tschüss. Und Töchtern. Tschüss, mach's gut. So, euch beiden. Flexibu, das Ganze in Klingenthal. Wir sind bei der Firma Schlott Polsterei, Raumgestaltung, Bodenbeläge, Autosattlerei, Musterbau seit 1896. Und da oben steht es Flexibu. Tschüss.